Richtung Stechuhr, das Autoradio nervt und ich fahre links durch, ich sitze in meinem Kopf und spiele mit Gedanken. Das ist die Zeit, da könnte ich kreativ sein. Das ist der Moment, da könnte ich einen Hit schreiben. Oh, das ist der Moment, ich gehe mental auf Reisen. Doch ich sitze im Auto, da kann man nichts aufschreiben. Das Schlimme ist jetzt nur, die Phase geht vorüber. Bis ich nachher zu Haus bin, bringe ich Schwamm drüber. Die Energie, die ich noch vor Stunden hatte, ist jetzt verpufft. Schade, es war genau der Moment, in dem die Luft um mich brennt. Genau der Moment, aber ich hab verpennt. Es war genau der Moment.
da gehe ich auf Brautschau. Peinlichst drauf geachtet, dass ich auch Mörder ausschau. Die Jeans sitzen eng, das rosa Hemd von Marke. In der Location angekommen, da war ich dann auf Miezen. Doch seit Stunden, da lässt sich keine blicken. Was für ein Pech, ich trinke dabei ein paar Bierchen. Es darf doch nicht wahr sein, ich muss allein hier sitzen. Oh, jetzt wird's richtig spät, ich schlaf schon ein am Tresen. Super Samstag, das war's dann wohl gewesen. Die Hände, die davor schon den hatte, ist jetzt verpufft. Schade, es war genau der Moment, in dem die Luft um mich brennt. Genau der Moment, aber ich hab, es war genau der Moment, in dem die Luft um mich brennt. Genau der Moment, aber sag, wann und wo entsteht. Der Moment ist ja da, nur ich bin zu spät. Der Moment ist ja da. Zur richtigen Zeit. Du könntest Bäume ausreißen, doch keiner weit und breit. Du könntest Bilder malen, doch die Farben vergessen. In den Osten fahren, doch der Zug geht nach Westen. Du bist am richtigen Ort zur falschen Zeit. Alles schläft und du bist bereit. Es ist unmöglich, den Moment zu erwischen. So, danke ins Universum und auch den Rest der Welt und natürlich auch an alle Südhessen. Wir sind die Band Dreimann, ihr habt es gehört, und wir sind hierher gereist aus dem schönen Messenhausen, wo die Kenner wissen, dass die Rock'n'Roll-Weltachse genau da eingesteckt ist. Wer es noch nicht weiß, merkt es gleich. Der Stefan musste die Gitarre wechseln. Bist du soweit, dann spielen wir ohne dich. Ohne mich. Niemals. Das Ego spricht die Welt, sein stellt sich dumm.
mich herum nehme ich nur Chaos wahr. Dann wird mir klar, ihr könnt das ohne mich. Ich stehe euch nur im Weg, macht einfach ohne mich. Ich glaub, das geht, ihr könnt das ohne mich. Was soll der ganze Hype? Bleib ich ruhig und muss mich einfach wundern. Ihr rotiert im Hamsterrad im Runden. Da bleib ich ruhig, das ist hier nicht mein Ding. Werf meinen Hut nicht in den Ring. Ich schau den Wellen hinterher. Denk an ein schönes, kühles Bier. Um mich herum nehme ich nur Hektik wahr. Dann wird mir klar, ihr könnt das ohne mich. Ich stehe euch nur im Weg, macht einfach ohne mich. Ich glaub, das geht, ihr könnt das ohne mich. Was soll der ganze Hype? Ohne euch geht's nicht. Ohne Stefan, aber auch nicht. Aber auch nicht so viel. Nicht so viel Gebabbel. Nicht so viel Gebabbel. Und wer die diplomatische Kunst nicht beherrscht, freundlich zu jemandem zu sagen, Halt's Maul und lass mich einfach in Ruhe, der kannst du vielleicht auf Hessisch sagen und da heißt es einfach nur Babbel nicht. Fertig bist, fängst du von vorne an. Ich glaub, ich seh bald durch, so richtig.
jetzt bekommst du was zu hören. Oh Mann, oh Mann. Babbelnet! Bitte, bitte, Babbelnet! Bitte, bitte, Babbelnet! Bitte, bitte, Babbelnet! Bitte, bitte, Babbelnet! Ich kann's nicht mehr hören. Charmant sagen, Babbelnet. Alles gesagt. So, beim nächsten Lied wissen wir noch nicht, ob da der Livestream plötzlich abbricht. Wir haben mit der Telekom telefoniert und es ist noch nicht ganz sicher, ob die Internetverbindung bei dem Lied stehen bleibt. Für den Thomas, er wollte rotes Licht machen. Ja. Und jeder weiß, wenn Technik funktioniert, zum Schluss ist es immer Voodoo. Thank you.
Bestimmt, ich bin abergläubisch. Oder ihr denkt, der Wahnsinn freut sich. Doch manche Dinge muss man sich selbst erklären. Das spielt überhaupt keine Rolle. Könnt ihr das nicht verstehen? Ich hoffe, ihr seid noch dran und die Telekom hat uns nicht abgeschaltet. Weil es wäre zu früh, denn erst jetzt kommen wir zum letzten Stück. So spät ist schon. Und nach der ganzen Aufregung. Ich hab's auch gleich. Freunde, es ist spät. Es ist schon nach 11. Die letzte kommen vom Balkon. Und was zum Runterkommen. Damit nicht mit zu viel Adrenalin ins Bett gegangen wird, liegt er wieder die ganze Nacht wach, es will keiner. Schade um die Zeit. Jetzt bist du weg, aus den Augen, nicht aus dem Sinn. Und ich spüre diese Leere, weil ich einsam bin. Jeder muss da durch, das ist doch sonnenklar. Thank you.
Wahrscheinlich trauert man doch nur um sich selbst, weil man nicht genau weiß, weil man nicht genau weiß, welches Stück es aus dem Herz reißt. Manchmal stell ich mir vor, du schaust auf mich, vielleicht gerade jetzt, dieses Lied ist nur für dich. Schade um die Zeit, die uns nicht mehr bleibt. Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Lautsprechern und an den Bildschirmen. Willkommen bei der vierten Newcomer-TV-Nacht hier live aus der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel. Und bei mir die wunderbaren Menschen von der Band Drei-Mann-Power-Rock-Trio aus Rödermark, seit 2014 unterwegs. Willkommen hier auf der Bühne der Erik, der Dirk und der Stefan. Hallo. Gute. Gute. Tag. Gute. Gute. Selber Gute. Ihr haltet seit 2014 diese, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, diese Hessenrock-Fahne hoch. Kann man das sagen? Also so ein bisschen in dieser Tradition? Och, ein bisschen in dieser Tradition kann man schon sagen, aber eigentlich machen wir Rockmusik und man hört wahrscheinlich, dass wir aus Hessen kommen. Das kann schon sein. Auf jeden Fall, das kriegt man auf jeden Fall mit. Und ihr seid viel unterwegs gewesen auf allen möglichen Bühnen. Wie ist es euch jetzt seit knapp 14, 15, 16 Monaten ergangen in der Corona-Zeit? Es war ja ziemlich schlimm für euch auch, oder? Einmal letzten Oktober haben wir noch gespielt. Einmal in der Krone, ja, in Darmstadt. Ah, okay. Ein paar Gigs sind ausgefallen. Aber. Und ein paar Gigs sind leider ausgefallen. Also haben halt dann, ab wann proben wir wieder? Seit... Na gut, wir haben mal kurz im Herbst geprobt, ein bisschen was aufgenommen, Videos gedreht. Genau. Gab es Lockdown, haben wir wieder. Weil, was mich ja immer interessiert, ist ja, also die Situation ist ja für uns alle gleich. Also, dass es irgendwie scheiße ist und dass man runtergefahren ist, gerade die Kultur und die Menschen aus der Veranstaltungsbranche. Aber mich interessieren immer Leute, die eine coole Idee haben. Und ihr habt ja diese Homeoffice-Idee, also sozusagen, dass ihr irgendwie für Leute, ich habe das nicht ganz verstanden, die es bestellen bei euch, also spezielle Videos oder wie macht ihr das? Was ist Homeoffice unter der Headline Schade um die Zeit? So, also uns bestellt keiner was, wir bestellen bei uns selber. Also ich fange meistens an mit einer Idee, die wir schon ausgearbeitet haben und dann schicke ich die zum Erik. Der Erik in seinem professionellen Homestudio trommelt das ein, schickt mir die Spuren und... Ja, im Prinzip jeder bei sich zu Hause, ja. Weil eine Zeit lang hat man ein bisschen Angst auch zu proben, muss man ehrlich sagen. Ja. Ja, genau. Und dann wird das veröffentlicht eigentlich, weil ich habe da einige Videos gesehen, die ich ziemlich geil fand, also so eben aus diesem Homeoffice und ich fand die Idee, Fans an diesem Prozess teilhaben zu lassen, ganz cool. Ja, wir haben das zusammengeschustert, das war ja auch irgendwie neu für uns, der Dirk hat das dann zusammen geschnitten und also wir haben uns auch jeder zu Hause selber irgendwie mit dem Handy irgendwie aufgenommen und haben das auch dann... Dieses Super-8-Feeling. Ja, genau. Aber die Idee, letzten Endes, die Idee war ja auch gar nicht so wirklich erstmal das jetzt für irgendwelche Fans zu machen, sondern die Idee war für uns eigentlich weiterzumachen. Also der Antrieb, das zu machen, war nicht aufzuhören, sondern wenn halt jeder nur daheim hockt, dann trotzdem zusammen Musik machen zu können. Ja, großartig. Wir haben das einmal über Jam Kazam probiert, das war furchtbar. Wir hatten wir konnten nicht zusammenspielen. Und auf dem Weg, das war eine Riesenmotivation, in der Zeit dann trotzdem dran zu bleiben, jeder daheim für sich was zu machen, aber irgendwie auch zusammen zu sein. Wie viele Videos habt ihr auf diese Art gemacht?
Videos auf die Art haben wir nur eins gemacht, weil das war im Prinzip, die anderen hatten wir, wir haben ein paar, die ähnlich aussehen, aber der geneigte Betrachter wird feststellen, dass die vor allen Dingen deshalb ähnlich aussehen, weil der Stefan, bei dem wir ja dankenswerterweise auch zu Hause in seinem Studio proben, der stand halt auch im Homeoffice in seinem Studio. Ah, okay. Und nur der Dirk und ich, wir saßen halt im Keller und Wohnzimmer irgendwie. Das sah halt bei uns anders aus. Und die Videos, die wir noch im Proberaum gemacht haben, die wirken von der Anmutung her ähnlich. Drei Mann. Wir haben Power, nicht getäuscht. Power Rock aus. Nee, ich finde es gar nicht, weil ich fand die Idee gut. Ich habe mich sehr amüsiert, also euch da zuzugucken und so. Und für die Leute, die das sehen wollen, könnt ihr gerade mal eure Homepage-Adresse, das ist dreimannrock.de. Da findet man das alles, oder? Sie, sagst du da was? Richtig, ja. Genau. Ja, www.dreimannrock.de. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Also jetzt geht es ja wieder langsam los, die ersten Konzerte, so man nennt es Sommergartenkonzerte für wenig Menschen. Ist da bei euch was in Planung? Seid ihr irgendwie, gibt es bei euch Gigs, wo man euch physisch erleben kann? Ja, der erste Live-Gig wird erst wieder im Oktober sein in der Krone in Darmstadt. Wir spielen, glaube ich, nochmal ein Streaming-Konzert im September, 4. September, genau. Okay, wie entsteht bei euch die Musik für die Leute, die einfach, weil ich interessiere mich auch immer sehr für die Arbeitsweise von Bands. Also das heißt, in normalen Zeiten, ihr trefft euch und die Stücke entstehen gemeinsam aus einer Session oder gibt es jemand, der bei euch komponiert und im Prinzip... Das ist sowohl als auch. Mal hat einer eine Riff-Idee oder der Dirk hat schon eine Textidee gehabt und irgendwie gibt es immer ein paar Puzzleteile, die man dann... die wir zusammenfügen und dann entsteht dann ein Song daraus. Also manchmal ist da schon die konkrete Idee da, dass jemand schon einen Text und ein Stück dazu hat und dann arbeiten wir das aber immer im Proberaum zusammen aus. Aber eigentlich ist es... Ja, schon echt Bandmusik, würde ich sagen, und manchmal auch ein sehr langer Prozess. Ja. Also dass man merkt, irgendwie der Riff im Vers klappt, aber der Refrain klappt nicht und dann die Diskussion... Bleibt auch oft lange liegen, genau. Und dann irgendwann kramt man es wieder vor. In euren Texten, worum geht's? Was erzählt ihr den Menschen in eurer Musik? Was sind die Themen, die ihr so behandelt aus dem Leben, autobiografisch, Fantasy-Geschichten? Alltag in Südhessen, würde ich jetzt mal sagen. Passend zum Hessenrock, zum Südhessenrock. Okay. Nein, es ist das Leben, das die Texte schreibt. Es ist mein Leben, die meisten erzählen von mir. Ah, das heißt, du bist der Texter? Nee, ich habe nur einen Text geschrieben. Ah, okay. Und das ist zu einem Stück, das wir noch nie aufgeführt haben. Ah, auch das noch? Da haben wir uns noch nicht getraut, weil das politisch zu brisant war wahrscheinlich. Ah, okay, ja, ist klar. Aber auf der richtigen Seite. Aber wir kommen damit noch groß raus. Ansonsten ist es ganz verschieden. Das ist auf der einen Seite ein Alltag, irgendwie, wie ihn jeder kennt. Das sind Situationen, die dir mal passieren, wo du denkst, Mann, das ging mir so auf den Sack. Und unser Vorteil ist mitunter vielleicht, den wir gegenüber anderen haben, dass wenn einem was auf den Zack geht, kann man wenigstens mal ein Lied drüber schreiben. Mundart, kann man das sagen? Oder? Nein. Nicht beabsichtigt. Nee. Es wäre dann, ist einfach nur dann der Slang. Ergab sich, wenn ja. Dann irgendwie. Ja. Aber ich meine, die Monotones haben auch nie wirklich hessisch gekonnt, irgendwie, weißt du, also... Ja, aber man sagt bei den Monotones auf jeden Fall schon Mundartrock. Ja, aber also ich frage mich nur, warum eigentlich? Weil die Leute... Wir sind keine Dialektband. Okay. Habt ihr ein spezielles Programm für heute irgendwie euch ausgedacht oder einfach querbeet durch eure ganze Schaffenskraft? Ein Potpourri aus unserer Schaffenskraft. Alles klar. Gibt es ein aktuelles Album oder arbeitet ihr an irgendwas Aktuellem im Augenblick, abgesehen von euren Videos, die ihr ja so regelmäßig raushaut? Wir arbeiten eventuell noch an zwei Videos, die stecken aber noch in der Pipeline. Alles klar, ihr Lieben da draußen, jetzt lange genug gebabbelt oder gibt es noch etwas?